Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen heute zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch mal wieder gut. Wir sind heute bei dem ultimativen Kalorien-Battle Madeira Edition. 2 vs. 1. Es treten an. Sophia the Machine. Das Killerschwein. Versus die Hamsterbacke. Und wir werden ab heute, Donnerstag, den 1. Juli, 11.57 Uhr, 24 Stunden lang so viel essen, wie wir können. Wir essen nach den offiziellen internationalen Hamsterstatuten für Kalorien-Challenges. Das heißt, 24 Stunden Zeit, keine Flüssigkalorien und es muss alles gefilmt werden, wie man es isst. Yeah. Evanio beginnt hier mit diesem Kellogg's Crave. Sophia the Machine wiederum setzt auf Lion. Geh mir mal Führung, würde ich sagen. Und ich gehe direkt rein mit diesen wunderschönen Donuts von Dunkin' Donuts. Du bringst dich um damit, sag ich dir. Schau dir das an, auch noch schön mit Füllung und mit Schokolade drüber. Oi, oi, oi. Die erste Mahlzeit ist noch geil. Ich denke, ihr könnt mich zu zweit fertig machen. Ja. Zero. Warte noch ab, warte noch ab. Als nächstes gibt es für mich diese Mini-Cookies von Milka. 100 Gramm haben satte 503 Kalorien. Die sind eigentlich auch nicht als Cornflakes gedacht, aber die haben natürlich noch mehr Kalorien als Cornflakes und deswegen werde ich mir die ganze Packung hier mal reinmachen. Wird es was können oder nicht? Langsam beginnt der Kampf bei mir. So. Ui, die Füllung? Wir müssen die Mikrowelle machen. Ja. Die erste Schüssel ging noch easy und jetzt kämpfe ich schon. Wie läuft es bei dir? Fühlst du dich satt? Nein. Wow. Easy. Wir machen weiter mit einem wunderschönen Buttercroissant aus der Normandie. Ich muss sagen, das ist schon ein bisschen krass, wenn ihr beide, ihr habt halt beide zwei Mägen, ich habe nur einen Magen. Leute, das ist der Rest jetzt hier von der Kellogg's-Packung. Der wird jetzt noch vernichtet. Meine und dann wirst du vernichtet. Oh, die Ansage gefällt mir. Frühstück ist drin und wir haben jetzt gemeinsam schon etwa 6000 Kalorien weggehauen in einer Mahlzeit. Tschüss. Später wird auch noch die Strafe für das Verliererteam oder den Verlierer verkündet. Jetzt trennen wir uns erstmal und jeder macht sein Ding, jedes Team. Ihr werdet euch doch bestimmt für dieses Video eine Strategie zusammen überlegt haben, oder? Ja, natürlich. Hallo, mein Name ist Evanio und ich bin das Killerschwein. Heimisch hier auf Madeira und bereit, die Hamsterbacke geht ab wieder ins Loch, weil ich habe mir Sophia reingelegt, Sophia the Machine, die Frau, die ihn besser kennt als kein anderer. Mit den Tipps, die niemand gegeben hat, damit ich die 10.000 Kalorien schaffe und seiner Frau an der Seite, werde ich den Hamster aufessen. Ich bin Sophia the Machine und das Killerschwein hat mich in sein Team berufen. Ich habe auch schon in den Automatikmodus der Zerstörung geschalten, damit wir heute gemeinsam endgültig die Hamsterbacke vernichten. Sie nennen mich die Hamsterbacke. Du hast schon mal eine Kalorien-Challenge gesehen? Ich bin der Typ, der gewonnen hat. Und auch das werde ich heute wieder machen. 2 gegen 1, 3 gegen 1, 4 gegen 1. 200.000 Portugiesen gegen 1. Ich mache sie alle fertig. Ich bin die Hamsterbacke. So Leute, ich habe jetzt eine kleine Verdauungspause gemacht, aber es muss weitergehen. Ich bin super motiviert, die Hamsterbacke dieses Mal endgültig zu vernichten. Deswegen habe ich noch ein Ass im Ärmel. Ich habe jetzt gar keinen Bock auf was Süßes. Deswegen gönne ich mir jetzt als erstes mal hier diese Cheetos. Diese Packung hat ungefähr 400 Kalorien. Das ist echt richtig viel für so eine kleine Packung. Und dann gönne ich mir hier noch zweimal so Magnum-Eis. Schon lecker. Wird mir doch nicht so schwer fallen, die Packung. Freunde, ich bin ganz ehrlich zu euch. Das Stück hat wirklich reingeschlagen wie eine Bombe. Oh, ich bin so müde. Da hilft mir eins. Der Kaffee muss her. Sehr gut. Ich muss wirklich Gas geben, weil ey, die liegen jetzt schon in Führung. Ich glaube, Sophia hat auch irgendwas am Schilde. Ich habe ja hier noch diese wunderschönen Kekse. Die werde ich auf jeden Fall noch aufessen. Es sind 6 Kekse drin. Ein Keks hat 134 Kalorien. Das heißt 800 Kalorien insgesamt. Das ist eine Keks von 500 noch nicht mitgezählt. Also so per se sind die Kekse nicht so geil. Und dann den letzten Bissen der Packung sind weitere 800 Kalorien drin. Jetzt wird es aber auch mal langsam Zeit, ein bisschen zu trainieren und ein paar Schritte zusammen. Deswegen rufe ich jetzt mal den Ehrenbruder Evanio an, ob er Bock hat, ins Gym zu gehen und ein bisschen die Kalorien zu verbrennen, weil dann kann man auch wieder mehr essen. Yo, wie fühlst du dich? Ich bin echt müde, bis fertig, aber ich gehe jetzt gleich los. Fuß und Training, müssen Schritte wegmachen. Ja, perfekt. Ich komm mit. Das ist eine gute Idee. Gehen wir zu Fuß runter, oder? Ja, genau. Wir können ein paar Schritte wegmachen, wir müssen mehr verdauen. Gut, bis gleich. Tschüssi. Ehrenbruder Evanio und ich, wir gehen jetzt pumpen. Also Sophia hat mich hoch auf die Terrasse geschickt, hat das Haus, glaube ich, gerade verlassen. Keine Ahnung, wo sie hin ist. Ich schätze mal zu Evanio. Ich habe in der Zwischenzeit mein nächstes Essen verdient bzw. gespart. Nämlich knapp 30 Euro durch den Sponsor des heutigen Videos und zwar Igral. Dicke Küsse gehen dafür raus.
Eine Sache, die ich heute auf keinen Fall vergessen werde, ist viel zu essen. Was ich aber ab und zu mal vergesse, ist irgendwo so ein bisschen Cashback zu sichern oder sowas. Ihr kennt das vielleicht. Ich bin Julian. Ich shoppe gerade online und ich frage mich, vielleicht kann ich hier ein bisschen was sparen. Igral ist ein Cashback-Service, der euch da automatisch dran erinnert. Mit über 1500 Partnershops wie zum Beispiel eBay, H&M, ASOS oder wie jetzt gerade in meinem Fall bei Intersport. Ihr werdet es kaum glauben, aber ich habe mir gerade wirklich eine Tischtennisplatte bestellt für knapp 600 Euro. Gerade bei so großen Beträgen kann sich das richtig lohnen, denn auf der Seite Intersport gab es 5% Cashback und das entspricht dann bei dem Nettobetrag der Tischtennisplatte knapp 30 Euro, die ich sonst einfach verschenkt hätte. Ich denke mir dann immer so, ja, Geld haben oder nicht haben. Bei Igral könnt ihr euch kostenlos anmelden und über den Link in der Videobeschreibung bekommt ihr auch noch 10 anstatt 5 Euro Startguthaben. Ab 20 Euro gesammelten Guthaben könnt ihr euch das auf euer Bankkonto oder PayPal-Konto auszahlen lassen. Das Gute ist, über den Link in der Videobeschreibung habt ihr schon 10 Euro von 20. Das heißt, der Weg ist nicht mehr so weit. Das Praktische ist, dass ihr euch bei Igral auch den Cashback-Melder installieren könnt als Browser-Plugin. Das heißt, er erinnert euch automatisch bei jeder Website, wo ihr was sparen könnt, dass ihr dann noch was sparen könnt und auch wie viel. Er zeigt es euch oben an. Ihr müsst nur noch auf Cashback aktivieren draufklicken. Habt ihr irgendwas bestellt, bekommt ihr auch gleich, so wie ich mit meiner Tischtennisplatte, eine Bestätigung, dass die Bestellung auf Igral vermerkt wurde. Probiert Igral gerne mit 10 Euro Startguthaben über den Link in der Videobeschreibung aus. Besonders bei teureren Sachen lohnt es sich, wie gesagt, noch mehr. Und die Tischtennisplatte wollte ich mir sowieso schon die ganze Zeit bestellen, dass wenn wir nach Deutschland zurückkommen, ich diese dann habe. Die Platte ist mittlerweile auch schon da. Der Kaffee ist jetzt somit auch vorbei und die Werbung auch. Kuss geht raus. Während Sophia wahrscheinlich bei Vanyo ist und die sich vermutlicherweise irgendwas reinstopfen, packe ich jetzt wohin? Apple Store. Nein, das war komplett falsch. Porsche Cayman S. Auch nicht? Dick. Digga, wie kommt man da drauf? Fitnessstudio. Genau, da geht's hin. Mit von der Partie ordentlich Gummibärchen und einen ordentlich gemischten Pre-Workout, damit ich schön wach bleibe und richtig Gas geben kann. So, wir sind jetzt gerade hier auf dem Weg und wir schmieden gerade noch einen Plan. Das ist ein kleiner Geheimtipp, die kennt Julia noch nicht. Und zwar Sneakers. Also diese kleinen Dinge, oder das heißt Snackers? Snickers. So ein Riegel hat so gesagt, 400 Kalorien. Und stell dir vor, essen davon einfach so safe ist dann von 4 Stück ab. Okay, das ja, jeder Zuschauer ja. Auch. Drei schaffe ich auf jeden Fall. Ja, und Fall. Hast du einfach, mal wieder 1000 drin. Also ich glaube, Julia, wir kriegen dich. So, 16.11 Uhr. Ich hoffe, man kann die Uhrzeit erkennen. Ich bin im Gym angekommen. Und beim Essen darf man natürlich keine Pause machen. Das ist ja verschenkte Zeit. Erst recht nicht, wenn man Sport macht. Deswegen Gummibärchen. Bevor ich das trainiere, haue ich mir gleich mal hier die Packung rein. Die Packung hat 100 Gramm und das entspricht 333 Kalorien. So eine Handvoll Gummibärchen. Mmh, ich dachte, die sind sauer. Mmh, und den ganzen Rest rein. Und dann haben wir schon die ganze Packung aufgegessen. Jetzt gehen wir runter ins Gym. Digga, da kommt man ins Gym. Was zum Geier machst du denn hier? Ich lebe hier. Leute, ich komme ins Gym rein. Wer ist hier? Wollt ihr auch trainieren? Orange Sponge ist hier. Ist Sophia auch hier? Ja, Sophia ist auch hier. Ah. Das kommt davon, wenn man anderen Leuten seine Strategie beibringt, dann machen die einfach das gleiche wie man selber auch. Du hast ja auch gedacht, du gehst einfach ins Gym, genauso wie ich, oder? Ja, woher kommst du jetzt? Das heißt, wir sind alle im Gym, trainieren jetzt eine Runde und ich habe mir während dem Training hier noch die Packen Gummibärchen reinhauen. Die hat, by the way, 150 Gramm und 335 Kalorien auf 100. Mich würde natürlich mal interessieren, was andere Leute denken, wer gewinnen wird. Kevin, was meinst du, wer gewinnt, welches Team? Ich muss wirklich sagen, Vanyo ist leider chancenlos und ich weiß gar nicht, wo man diese Challenge steht, weil du 100% gewinnt bist. Wo weißt du das? Also, das sehe ich mal im Körperaufbau. Okay, Digga. Muskeln verbrauchen mehr Kalorien als selbst. Hast du schon mal so ein Cheat-Day gemacht oder irgendwas? Ich habe nie getrackt, noch nie getrackt. Wie so ein Ekelhafter, schon voll gefressen, aber nie getrackt. Warte mal, mal schauen. Viel Glück, Bro. Ich glaube ja. Nicht. Guck mir das Video auch ein und ich will dich. Danke dir, danke dir. Wir haben 17.40 Uhr. Wir haben alle fertig trainiert. Jetzt gibt es eine gemeinsame Mahlzeit für uns alle zusammen. Ich bin mal gespannt, wie die anderen sich jetzt schlagen. Ich muss sagen, ich bin schon gut satt. Wir werden jetzt zu einem ganz besonderen Restaurant gehen und zwar The Red Car American 50s. Das soll eins der besten Burger-Restaurants hier auf Madeira in Funchal sein. Und die sind bekannt für so richtige Cheat-Meals. Ich bin mir sicher, das ist das perfekte Restaurant für dieses Video. Leute, wir haben mittlerweile die Bestellung bekommen. Ich habe mir einen Triple Cheeseburger bestellt. Wie der Käse hier runtergelaufen ist mit karamellisierten Zwiebeln und noch schön ein bisschen Mayo drüber, Salat. Auf jeden Fall ein saftiges Ding dazu, ein bisschen Pommes. Als Nachtisch gibt es für mich hier noch Nutella Rolled. Das Süße immer zuerst. Wow. Wow. Ich habe mir das gleiche bestellt, nur mit Käse gefüllt. Hat schon auch was. Dazu einen Veggie-Burger. Ich glaube, von unseren Sachen hat dein Burger am wenigsten Kalorien. Schmeckt schon. Oh. Sehr gesund so. Guck dir mal diese Hotdogs an, Alter. Die sehen wirklich brutal krank aus. Guck mal, innen drin mit dem ganzen Käse, dem Würstchen. Ich würde sagen, das ist ja ein paar für dich.
Das sind richtige Kalorienbomben, was er da bestellt hat. Schmeckt aber auch irgendwie leider echt scheiße, Mann. Digga, sieht so gut aus, ich kann das so schlecht schmecken. Ich kann sie beschreiben, richtig komisch irgendwie. Ekelhaft. Wir haben hier drei Patties von Fleisch, so viel Soße. Wow, das ist ein Kalorienbomber. Man muss leider sagen, er schaut besser aus, als er schmeckt. Ich würde sagen, wir sollen nicht rumrollen, sondern es geht darum, Kalorien reinzuhauen. In dem Sinne, guten Appetit. Ich habe mir jetzt einen Cheesecake bestellt, weil dieser Burger einfach ungenießbar ist. Und ich will ja die Challenge meistern und nicht jetzt schon aufgeben, weil das so ekelhaft ist. Den Äffel, ja. Ich habe die Pommes aufgegessen und ungefähr ein Viertel oder ein Drittel von dem Burger. Kleinstücke heute übrig gelassen. Leute, ich will nicht übertreiben. Ich will nicht kein Arsch sein. Nee, das Essen war wirklich grausam. Ich kann nicht mehr. Hilf mir, Teammate. Nein, bitte. Was hab ich dich? Ich habe noch niemals so riesigen Cheesecake gegessen. Ey, das ist Gummi. Mehr Kalorien für mich. Bei mir gehen immer noch ein paar Kalorien mehr rein. Seht ihr diese Kalorien? Seht ihr dieses Gesicht? Diese Kalorien? Seht ihr diese Backen? These are the so-called hamster bags. Die lasse ich mir einpacken. Ich möchte mal betonen, Leute, das war der schlechteste Hotdog, den ich je in meinem Leben gegessen habe. Das war kein Fleisch, das waren zusammengewürfelte Kakerlaken. Aber ich bin jetzt einkaufen und ich weiß ganz genau, was ich kaufen muss, um Julian fertig zu machen. Dieses Weißbrot ohne Ränder knallt übel rein. Tomaten, ultra viele Kalorien. Lüge. Ich habe hier Geheimwaffen im Rucksack, Leute. Ich habe euch nicht alles gezeigt, was gleich gegessen wird. Allerdings, ich setze schon mehr auf süße Sachen. Es weiß nicht, ob es eine gute Entscheidung ist oder nicht. Weißt du was, Julian? Ich esse einfach dich. Ich brauche keine Kalorien, ich esse dich einfach auf. Das ist ja normal, ne? Und zu Hause angekommen wieder. Und ich bin wirklich der letzte Mensch, der irgendwie Essen wegschmeißen möchte. Deswegen geht auch bei diesem Video wieder 200 Euro an die Welthungerhilfe. Wenn wir uns so viel gönnen können und andere Menschen auf der Welt hungern, ist nicht so nice. Ihr wisst Bescheid. So, und ich muss jetzt ganz kurz den Kreislauf der Kalorien erledigen. Eine Ewigkeit später. Und fertig, da gehe ich nicht mehr rein. So, wir haben 20.47 Uhr. Perfekte Zeit für ein Käffchen und perfekte Zeit, um das Kaloriengame ein bisschen abzusteppen. Hierfür 200 Gramm Walnüsse. 100 Gramm haben 716 Kalorien. Nach den Walnüssen gibt es noch was richtig Fettes für mich gleich zu essen. Und dann wird auch die Strafe verkündet. Und glaubt mir, auf diese Strafe habe ich alles, aber keinen Bock. Nicht so viel Bock habe ich auch auf diese Nüsse, aber Nüsse sind einfach so mit das Kaloriendichteste, was man essen kann. Ja, kann man ziemlich gut wegsnacken, die Nüsse, muss ich sagen. Und wenn ihr wissen wollt, wieso ich gerade eben die Feuerwehr gerufen habe, um einer Katze das Leben zu retten, dann schaut auf jeden Fall bei mir auf Instagram vorbei. Ich habe euch in einem Highlight die Story verpackt. Würde mich auch riesig freuen, wenn ihr da rein followt. Und wenn ihr schon im Gönnermodus seid, dann lasst ihm gerne einen Daumen da. Ich erwarte auf jeden Fall 20.000 Likes auf dieses Video. Let's go, der Hase. Gerade nochmal fertig gemacht nach dem Sport und nach dem Essen in diesem ekelhaften Restaurant. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nicht wirklich Hunger, aber ich sehe gerade da draußen, dass der liebe Julian schon wieder irgendwas isst und deswegen habe ich mir jetzt diese Croissants hier geholt und währenddessen gönne ich mir Trash-TV. Croissants haben einfach 456 Kalorien. Ich finde es ehrlich gesagt ganz schön viel dafür, dass sie jetzt echt relativ leicht runtergingen. Das ist gefühlt nur Luft gewesen. So, und die Packung ist fast geschafft, Leute. 200 Gramm Nüsse einfach weggehauen, wie nochmal was. Hier ist die letzte Hand Nüsse. Somit habe ich das auch geschafft und 1432 Kalorien mehr auf der Uhr. Und jetzt geht's auf zu was ganz Besonderem zum Abendessen, wo mich jetzt zu dem Burger vorhin etwas ultra Leckeres erwartet. Und unabhängig von mir hat es meine Gegnerin Sophia the Machine auf den gleichen Ort abgesehen. Ja, auf die Pizza. Und zwar sind wir bei diesem Restaurant Il Basilico. Auch wenn diese Frau wunderschön ist und ich eigentlich ihm gerne mit ihrem Tisch sitze, du bist mein Feind. Feind! Aber ich habe hier eine der besten Pizza Diabolas meines Lebens gegessen. Sage ich euch, wie es ist. Und um 22.11 Uhr gibt es eine fette Pizza für mich mit Parmesan und mit ganz viel Käse. Auch ein bisschen mit Rucola, weil wenn es nur Käse ist, dann wird einem echt schlecht. Deswegen ein bisschen Grünzeug noch drauf. Mmh, boah. Der Rand schön knusprig. Dann haben wir hier diese schön scharfe Salami drauf. Ich habe schon viele Kalorien drin, aber diese Pizza schmeckt sau gut. Passend dazu trage ich heute mein Auswärtstrikot. Und bei dem Shirt ist Pizza natürlich Muss. Außerdem wissen die Ehrenzuschauer, die auf dem Kanal Franklin TV auch unterwegs sind, warum ich diese Pizza esse. Wer das weiß, schreibt bitte einmal Franklin TV in die Kommentare. Wir gönnen uns die Kalorien rein. Ich bin gespannt, ob wir beide die Pizzen schaffen. Ich habe schon ein Viertel geschafft. Und wir sind beim letzten Bissen Pizza. Du hast zwei Drittel deiner Pizza gegessen, was echt stabil ist. Ja, ich kann nicht mehr. Leute, mir geht's gar nicht gut. Ich habe gerade mega Kopfschmerzen. Ich merke einfach so, meine Glieder sind schon so, tun schon so weh und sind schon so, keine Ahnung, so energielos irgendwie. Also bitte haltet im Hinterkopf. So ein Video ist ein Unterhaltungsvideo. Und bitte fangt nicht an, solche Essverhalten in euren komplett normalen Alltag zu integrieren, okay? Und mit der Pizza im Magen frage ich mich gerade,
was wohl Evanio macht. Man weiß es nicht. Und jetzt zeige ich euch meine Geheimtaktik, Leute. Und zwar die kleinen Dinger hier. Wenn man zwei Sneakers isst, hat man einfach 500 Kalorien drin. Deswegen habe ich mir einfach jetzt 4 Stück insgesamt gekauft. Ballern wir mal den ersten rein. Vor allem Sneakers schmeckt auch so geil. Wow. Noch den hier. Boah, ist doch viel Zucker. Meine kleinen Geheimwaffen werden weiter aufgegessen. Ich hau noch den Sneakers jetzt rein. Ein Sneakers ist halt einfach geil. Release ist am Freitag um 18 Uhr. Also wirklich, ein Sneaker ist so lecker schmecko. Nicht bestanden, zum 5. Mal. Weitere 1000 Kalorien hol ich mir gerade. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du das wirklich besiegst. Zum Beispiel alleine hab jetzt 4000 Kalorien. Julian, sorry, never. Der Zucker macht mich kaputt, ey. Eigentlich wollte ich gar nicht so viel Süßes essen, aber Süßes hat einfach viele Kalorien und... Digga, was haben wir denn hier? Oh, Tomate, wichtig. Und die wollte ich auch letztes Mal in meinem Video schon testen, habe ich aber nicht gekillt gemacht. Warte, 550 Kalorien. Schauen wir mal, was die KitKat Balls hier drauf haben. Das ist eine Karamellfüllung. Noch so eine leichte Nuss drin, ne? Genau. Okay, ich bin jetzt auf dem Weg zu dem Treffpunkt. Denn ich werde jetzt Sophia und dem Killerschwein die Strafe für das Verliererteam mitteilen. Ich rufe mal ganz kurz Sophia an. Sophia? Ich bekomme gleich ein Baby. Was ist denn mit Sophia los? Es ist eine Pizza. Ich habe richtig krasse Kopfschmerzen. Ich habe das Gefühl, ich kriege Fieber. Ich habe Gliederschmerzen. Ich glaube, das war echt heute alles ein bisschen zu viel mit der prallen Sonne in der Früh und dann Fitnessstudio und dann einfach so viel Essen, ey. Ich habe echt wirklich alles gegeben bis jetzt. Ich wollte eigentlich jetzt noch ein bisschen was essen, aber ich muss mich jetzt einfach hinlegen, weil sonst weiß ich nicht, wie ich den morgigen Tag überlebe. Ich gehe jetzt schlafen. Gute Nacht. Sophia kennt die Strafe schon. Sie war alles andere als erfreut. Sie hat 0,0 Bock gehabt. Sollte ich verlieren, ja, esse ich von dir und von Sophia eure Socken, die du jetzt gerade in dem Moment trägst, entweder die aus dem Gym oder so, für 20 Sekunden in meinem Mund, okay? Das gleiche gilt umgekehrt. Den ganzen Tag über trage ich schon diese Socken. Ich habe sie im Gym getragen, ich habe sie vorhin getragen, den ganzen Tag über schon. Diese Socken, keine anderen, gibt es im direkten Zustand in den Mund. Ah, schon gut böse, Digga. Das ist schon richtig eklig. Ich habe schon viel Müll gegessen, ne? Und viel ekliges Zeug gemacht. Das ist schon richtig eklig. Wir haben mittlerweile auch schon 23.30 Uhr. Das nächste Mal, wenn wir uns sehen, wird in 12 Stunden sein. Weitere 500 Kalorien. Doritos. Oh. Ich sag, das ist wirklich eine Gönnung für mich gerade so. Doritos, nebenbei Sendung gucken. Darauf freue ich mich, Alter. Riesiger Felsack-Tipp. Chips, immer von hinten. Da lauern die Gewürze. Riesig, oh, lecker, stoppig leicht. Ja. Ich hoffe, Sophia, das ist genauso viele Kalorien wie ich. Und dann, oh, Digga, da muss ich mir dann wirklich sterben, damit er uns erreicht. 500 Kalorien mehr. Wir haben 0.53 Uhr. Ich habe mein Handy leider im Auto liegen lassen. Ich bin jetzt noch gerade mit einem Kollegen aus meinem Geburtsort bei Basketball spielen, um nochmal extra Kalorien zu verbrennen. Ihr wisst Bescheid, keine Ausreden ist mein Motto. Ich sage das nicht nur, ich lebe das zu 100%. Die Uhrzeit ist völlig egal. Ich muss mich bewegen, damit ich wieder was essen kann. Währenddessen gönne ich mir nochmal ein bisschen Nüsschen. Ich weiß nicht, was Ivanio macht. Ich glaube, er ist gerade ein Ben & Jerry's. Aber ich werde ein bisschen zocken und ein paar Nüsschen essen. Es gibt ein Träumchen hier auf Madeira und zwar ein neues Ben & Jerry. Ihr habt ja schon gemerkt, Ben & Jerry hat ein paar Kalorien. Und diesmal ist es Fish Edition. Ihr müsst euch vorstellen, Marshmallow, Caramel und Schokolade. Alles zusammen schön gemischt in diesem Eis mit so kleinen Schokofischchen. Es ist so... Moment, das Eis muss ein bisschen geschmolzen werden. Brauch ich mal kurz in die Mikro. Oh, ich sage, geschmolzenes Eis ist so geil. Ich brauche ein bisschen geschmolzenes, wie zu hart. Oh, Julian, guck dir doch das mal an. Es ist Feierabend. Ach, das ist so schön geschmolzen. Oh Gott. Oh Gott, ich kann nicht aufhören, Digga. Es ist so lecker, Mann. Alle liebe es. Oh, die Schokofischchen, ne? Boah, komm mir fett vor, Alter. Könnt ihr mal bitte gehen? Okay, tschüss. Wie ihr sehen könnt, ich bin jetzt bei 6257 Kalorien. Aber Digga, morgen ein paar Kalorien ballern wir raus und Alter, Franklin wird am Ende sein. So, mittlerweile haben wir 2 Uhr. Die Nüsse sind so gut wie leer. Ich persönlich hätte nicht gedacht, dass die so leicht reingehen. Aber das klingt relativ easy. Und aufgegessen.
Ich werde es nach Hause packen und ich verwette meine Hamsterbacken darauf, dass Sophia, die schläft glaube ich sowieso, und Evanjo pennen. Für mich beginnt der Spaß gerade erst. 2.40 Uhr. Sophia schläft nebenan. Wenn ich jetzt laut bin, war es das für mich. Und dann steht nächste Woche meine Beerdigung an. Ich sag's euch ganz ehrlich, ich bin echt K.O. Ich hab's vorhin schon in Evanjos Story gesehen. Das heißt, ich weiß, er hat das auch schon gegessen. Für mich gibt's den Ben & Jerry's Fish Food. Das ist eine der geilsten Sorten, die es überhaupt von Ben & Jerry's gibt. Schaut euch das einfach schon mal an, wie das aussieht. Aber ich glaube, er hat's schon genug gezeigt. Boah, ich hoffe, ich schaffe das noch. Schreibt mal eure Lieblings-Ben & Jerry's Sorte in die Kommentare, würde mich interessieren. Und das hier ist definitiv eine sehr geile Sorte. Aber mein Favorit bleibt Peanut Butter Cups. Ich bin jetzt langsam bei 10.000 Kalorien. Das Ding ist, ich habe wirklich 0,0 Ahnung, wie viel die anderen beiden haben. So viel habe ich bis jetzt geschafft. Ich habe das Gefühl, hier auf Madeira kann ich wirklich weniger essen als überall woanders. Und ich habe mir auch überlegt, wenn dieses Video 20.000 Daumen nach oben bekommt, wie ich vorhin gesagt habe, dann werde ich noch die 20.000 Kalorien Challenge machen. Und ich bin mir todsicher, dass ich sie beim zweiten Versuch schaffe. Und das Ganze bei den Jerry's aufgegessen. Ich hatte eigentlich vor, dass ich jetzt noch mehr esse. Aber ich sag's euch, wie es ist. Mir geht's gerade echt nicht so gut. Um kurz vor drei gehe ich mit einem Kalorienstand von 10.300 Kalorien ins Bett. Und in wenigen Stunden werde ich wieder aufstehen. Und dann gibt's für mich eine richtig geile Sache. Wir sehen uns gleich wieder. Damen und Herren, ich begrüße euch zum nächsten Tag mit einer wunderschönen Oreo-Torte. Wir haben mittlerweile 9.27 Uhr. Ich habe noch ziemlich genau 2,5 Stunden Zeit für die Challenge und ich bin noch bei viel zu wenigen Kalorien in meinen Augen. Ich beginne den Tag natürlich wieder mit einem Käffchen, um hoffentlich mehr essen zu können. Jetzt bin ich mal gespannt, wie der Kuchen hier schmeckt. Ja, schmeckt geil. Schmeckt nicht wie so ein Oreo-Kuchen leider, weil das kein Oreo-Teig ist, sondern eher so Schokoladenteig mit Oreo-Keksen drüber. Der ganze Kuchen hat über 2000 Kalorien. Lass den Kuchen einfach lieber gleich direkt mit der Hand essen. Rein in die zweite Hälfte. Falls noch irgendjemand fragt, warum ich Hamsterbacke genannt werde, spätestens nach dem Video wisst ihr die Antwort. So, drei Viertel ist geschafft. Ich würde sagen, das letzte Stück Kuchen könnte ich mir auch noch. Beziehungsweise die letzten zwei Stücke Kuchen. Den ganzen Kuchen runtergezogen. Oh, ich habe mich die letzte Zeit so sportlich gefühlt, weil ich Fitness ganz gut durchgezogen habe. Jetzt fühle ich mich wieder wie der letzte Haufen Scheiß, nachdem ich so viel Zucker in mich reingeballert habe. Wir haben allerdings noch ein bisschen Zeit, also ungefähr noch 2 Stunden. 6.100 irgendwas Kalorien habe ich. Und bevor ich jetzt frühstücken gehe, kicke ich mir nochmal 100 Gramm Erdnussbutter. Oh Mann, Mann, Mann. Ja, ich muss Geheimtricks hier auspassen, um die wieder wegzuhauen. Oh ey, Junge, 100 sind ja easy. Da haben wir wieder 600 Kalorien drin, plus das Brot. Ja, sogar 108. Boah, ist das zäh. Wieder 600, ne 700 Kalorien mehr. 6.800 Kalorien. Schmeckt. 10.32 Uhr. Ich habe noch 1,5 Stunden Zeit. Ich muss jetzt richtig Gas geben, glaube ich. Ich habe hier noch diese Nutella-Dinger. Die eine, die ich schon gegessen habe im Restaurant, habe ich jetzt noch nicht getrackt. Ich werde einfach die letzten 5 Stück noch weitermachen. Das Ganze ist auch wirklich schön frittiert von außen. Da ist wirklich Nutella ohne Ende drin, Alter, Verwalter. Schaut euch das mal an, Alter. Überhaupt nicht mehr knusprig. Boah. Egal, ich muss die Kalorien irgendwie noch reinbekommen. Ich werde die jetzt komplett weghauen hier. Jetzt noch 4 Stück. Oh Gott, davon kann man wirklich nicht viele essen. Also bis zum letzten. Das waren auf jeden Fall nochmal gut Kalorien auf dem Konto. Ich hoffe, dass mir das nicht zum Verhängnis wird, dass ich dieses Mal nicht irgendwie wieder 18.000 Kalorien schaffe oder sowas und die anderen mich irgendwie einholen. Guten Morgen, Leute. Wir haben noch 1,5 Stunden Zeit und dann ist die Challenge vorbei. Ich treffe mich jetzt noch mit Evanjo und wir gehen fett was essen. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir geht es noch immer nicht wirklich gut. Ich habe auch nicht gut geschlafen, aber ich werde mich jetzt richtig zusammenreißen. Get up, dress up and show up. Und das ist heute mein Motto. Ich werde mir da auf jeden Fall was Geiles gönnen, aber ihr seht es gleich selber, was es da gibt. Und wir sind jetzt beide hier schon im Restaurant und haben uns was richtig Krasses bestellt, Leute. Schaut mal. Ich habe mir hier so einen Mascarpone-Toast mit Oreo-Erdbeeren und so Salted-Caramel-Perlen bestellt. Ich habe ja diese Nutella-Pancakes mir einfach geholt. Guck mal, die sind wirklich extrem draufgeklatscht. Plus den Puderzucker, plus die Nutella. Ja. Schmeckt schon nicht. Wir haben aufgegessen. Ich fühle mich komplett überzuckert, voll nur mit Nutella, ja. Ich fühle mich einfach nur kacke. Und wir haben richtig viele Kalorien, Alter. Julian trotzdem mehr hat, dann ist er wirklich geisteskrank. Ja.
Time for Rock'n'Roll, baby. Ich möchte auch weiterhin der Typ sein, der die Kalorien-Challenge gewonnen hat, wenn ihr eine gesehen habt. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber ich habe wirklich krasse Magenschmerzen. Normalerweise habe ich das nie bei so Kalorien-Challenges. Aber egal, keine Ausreden. Ich kämpfe bis zum Ende, bis nichts mehr geht. Wir haben hier so eine Eigenmarke Milk Crockers. Die ganze Packung hat 375 Gramm und 100 Gramm haben stolze 442 Kalorien. Kopf aus, Hamstermodus an. Ich bete, dass die einigermaßen gut schmecken. Ach du Heilige. Die schmecken kacke. Hier ist eine leichte Milchfüllung drin. Naja, meine Damen und Herren, wir gehen ins Finale. Der Wer schafft mehr Kalorien in 24 Stunden? Madeira Edition. Erste Schüssel dauert, ich glaube, ungefähr die Hälfte geschafft. Ich schwitze am ganzen Körper. Die ganze Packung hat ungefähr nochmal 1700 Kalorien. Let's go. Die letzten Bissen. Mir ist einfach nur heiß, ich schwitze und ich hoffe, dass ich gewinne. Ich habe keinen Bock auf Schweinesocken. Auf Socken von Sophia hätte ich schon Bock, aber auf Schweinesocken nicht. Oh Gott. Wie viel Uhr ist es jetzt? Wir haben 11.25 Uhr. Das heißt, ich habe noch eine gute halbe Stunde Zeit. Boah. Die letzten Minuten der Challenge brechen an. Ich habe noch 5 Minuten Zeit ungefähr. Ich werde einfach jetzt auf Krampf hier nochmal Erdnussbutter reinspachteln und noch so ein Croissant. Eine Erdnussbutter ist mit knapp 623 Gramm auf 100 Gramm. Kalorien machen mich schon komplett dumm. 623 Kalorien, einfach eine Bombe. Es kann nur einen Champion geben. Ich möchte auch gegen zwei Leute gewinnen. Ich brauche was zu trinken. Keine Ausreden. 11.55 Uhr. Die letzte Minute. Oh, oh, 11.57 Uhr. Die Challenge ist vorbei. So viel Erdnussbutter habe ich noch gegessen, das waren locker 100 Gramm. Jetzt schauen wir mal, welches Team am meisten Kalorien hatte. Ich weiß noch nicht, was die beiden gegessen haben. Du sagst zuerst, dann sagst du. Dann rechnen wir euer ganz kurz zusammen. Okay. Und dann sage ich meins, okay? Also ich habe 5300 Kalorien gegessen. Alter, okay. Das ist vielleicht ganz schön viel für dich, ne? Okay, ich habe 8035 Kalorien. Ach du heilige Scheiße. Oh ja, das hast du, Alter. Ey, ich bin gespannt. Ich glaube, jetzt machst du den Move, dass du mehr hast. Ihr habt zusammen 13.335 Kalorien in 24 Stunden gegessen. Du es geht um die Socke der Verdammnis. Ich habe 16.235 Kalorien gegessen. Eieieiei, okay, krank, hätte ich niemals gedacht. Ey, ich hätte nicht gedacht. Okay, gut, Digga, eine Bestrafung, ne? Die Socken habe ich gestern getragen. Was? Nebeneinander stellen, bitte. Auf die Plätze, fertig. Boah, jetzt riecht es sehr. Go! Rainer! Kauen! Warum kaust du nicht? Ihr sollt kauen! Ey, ich bin gekotzt, Digga! 20 Sekunden erst rum! Ich kotze mich, ne? Steck dir deine Socke sonst wo rein! Wir hoffen natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Lasst lieben gern auch auf Evanios Kanal ein Abo und einen Daumen da. Und schaut natürlich auch lieben gern auf Sophias Kanal vorbei. Bis zum nächsten Video, Leute. Over and out. Das war das letzte Video aus Madeira. Aber ich glaube nicht das letzte für dieses Jahr.